enjoy yourself, mate, and thanks for stopping by. Peace. Dann musst du mal deinen Vati fragen. Was quatsch? Machst du bitte jetzt Gas hier? Was denn? Beschuss Fungi vor uns, nein, Wo ist Fungi? Wo ist Fungi? Direkt vor uns, Mann! Direkt vor uns! Das Ziel leuchtet. Warte. Hier auf dem Boden. Ja, ja, ich warten Sie, ich leuchte die Stelle mal aus. Strix, vielen Dank für dein Follow. Deftigen Salut, willkommen bei den B-Pirates. Sehen Sie die offensichtliche Gefahr? Ja, direkt verhaften. Direkt verhaften. Das ist Gottes, ja, Taschentuch, nennen wir das mal. Den Rest lesen wir jetzt mal nicht. Vielen Dank für dein Follow. Deftigen Salut, willkommen bei den B-Pirates. Vielen Dank. Ich suche mal die Geisel. Ich Safe Zone raus, bring mal Licht mit. Jack Black, vielen Dank für dein Follow. Deftigen Salut, willkommen bei den B-Pirates. Vielen Dank, Dankeschön. Such halt die Geisel, ja? Lieber Krawall, vielen Dank für dein Follow. Deftigen Salut, willkommen bei den Bay-Pirates. So, Ramamoni, grüß dich. Bring mal hinterher. Wo ist denn die Geisel? Ja, die Geisel erstmal finden. Flamehawk, vielen Dank für dein Follow. Deftigen Salut, willkommen bei den Bay-Pirates. Vielen Dank. Geisel, ich muss erstmal hinten ausleuchten, ja, einen Moment. Ich hab den halt noch nicht gesehen, ne? Alex, auch dir vielen Dank für dein Follow. Deftigen Salut, willkommen bei den Bay-Pirates. Vielen Dank, Dankeschön. So, jetzt machen wir erstmal hier bei Mana, machen wir mal Licht. Und ich gehe die Geisel suchen. Hat er eine Geisel? Ich sag halt, sexuelle Aktivitäten und sich selbst fesseln und an sich rumspielen ist halt nicht. Ja, den muss er halt, jemand muss er haben hier. So, Herr Fungi, sind Sie da ansprechbar? Hallo? Oh. Herr Fungi, sind Sie sind ansprechbar, ja? Ich auch, bin auch abholbar. In your face, nein, das kommt dann nicht nochmal. Da ist ein Schutz drin. Ich melde Geisel gefunden. Ja? Das war ja ich nähere mich ganz vorsichtig. Heute. Hilfe. Die haben. Auf jeden Fall, ich gebe alles. Also bei diesen sexuellen Aktivitäten ist sehr viel Körperflüssigkeit rausgeflossen. Ich sehe das. Ich muss jetzt nur Handschuhe holen. Glaube ich. Handschuhe. So, Herr Fungi. Bei mir auch nicht schlecht. Hilfe. Hören Sie mich jetzt laut und deutlich? Nicht alleine lassen. Junge Mann, uns ist zu Ohren gekommen, Hallo. Dass Sie... Ja, sagen Sie mal, haben Sie eine Scheibplatte gefressen oder wann? Machen Sie sich mal ein bisschen locker, junger Mann, und einmal antworten reicht jetzt, ja? Ich frage jetzt nochmal, sind Sie jetzt aufnahmebereit, Herr Fungi? Kann ich jetzt mit Ihnen reden? Das ist übrigens mein Mitbewohner. Hallo! Oh, und zwar, hey. Ich habe die Meldung gekriegt, dass Sie hier Leute sexuell belästigen. Sie sind da ja in der Safe Zone gewesen, deswegen muss ich Sie... Halten rausnehmen. Sie bitte jetzt still, ich habe jetzt ganz dicke Handschuhe an. Ich nehme sie jetzt so mit, wie sie sind, ja? Ich hab keinen Bock, mich hier voll zu schmutzen. Und dann werden wir Blut abnehmen, Speichel abnehmen, hier Spermatios werden wir auch abnehmen, alles, dass sie gleich in die Datenbank eingetragen werden. Hier kommt jetzt gleich das volle Programm. Oh. Ja? Und das sollte Ihnen jetzt bewusst sein. Also hier wird jetzt gleich nicht mehr mit Schokolade geworfen, sondern mit Chips. Ich kann den auch nicht benutzen hier. So. Ich muss doch kurz warten, bis der hier mein Kollege kommt mit dem Fahrzeug, weil da ist ja alles drin. Ja. Schwangerschaftstest. Jira, nochmal so ganz genau uns das nächste Mal, wenn du hier einfach nur rumstehst. Ja, drück einfach mal V, gucken, ob du rauskommst. Jetzt bist du gefesselt. Und jetzt nehme ich dich mit. Ja, sollten Sie sich auch überlegen, was Sie hier für ein Schabernack machen. Echt nicht? Ja? Okay. Also, wenn jetzt hier schon Meldungen kommen, so, dass die Leute RP wieder an. Am Flughafen gerät hier, so läuft das nicht. Und gerade an der Garage. Das ist ja hier, wie gesagt, kein Kiez, ja, oder Strich, wo sie sich anbieten können. Oder diese Dienste kaufen können, ja. Geh weg, Chris. Du kommst jetzt mal, machst mal Licht hier? Ja, ich komme schon. Also, weiß Bescheid jetzt, ne? Der wird jetzt richtig wischiwaschi, Party. Mach mal Licht aus, wir haben hier Party. Mach doch mal Licht aus. Ja! Das ist nicht gut für die Stimmung hier. Einen Moment bitte. Ja, was wo? Das ist das T-Series V2, genau. Xavier V2. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da, junger Mann? Herr Kollege, ach, hier haben Sie gleich noch einen. Ja, stellen Sie mal gleich. Also, ich habe die Befürchtung, dass das Opfer ist. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, ne? Ja, dann bringen Sie erstmal ein bisschen dichter, das Opfer. Das werden wir ja gleich sehen, wenn er anfängt zu zittern hier. Nein, weg von dem. Vielleicht stell ihn hin. Der geht nicht. Wo ist er hin? Lol, du hast die haben sich direkt verbunden. Ja?
direkt verbunden. Ich habe Gefühl, sie. Ich denke, sie paaren sich direkt an meiner Hand. Oh Gott. Oh mein Gott, wir haben eine Fujira geschafft. Eine Fujira. Oh, Hilfe. Dann stell die doch mal ab jetzt hier. Ja, willst du mich jetzt eiernageln? Du siehst doch, dass das nicht ging. Ja, geht nicht ging. Also, die sind halt so wild aufeinander, das funktioniert halt gar nicht, ja. Was ist denn das? Lass mal, junge Männer, was ist denn mit... Die sind so heiß aufeinander. Was ist denn mit ihnen los, junge Männer? Kommen sie einfach nicht zurecht hier? Können sie nicht mal 2 Minuten voneinander lassen? Ah, das sollte reichen jetzt. So, Herr Jira, bei Ihnen war das jetzt nicht so bewusst, ob Sie... ich gehe mal, General, ich melde mich kurz ab, ich muss brechen. Irgendwie ist mir schlecht. Sie müssen brechen, was müssen Sie denn brechen? Ekelhaft, dieses ganze eklige Zeug hier an den Klamotten von denen. Bah! Oh, ach so, haben die Schweinerei gemacht, oder? Oh, Junge, mal muss ich in der... Ja, wenn Sie so eine Geräusche machen hier, junger Mann, um mich rum, dann muss ich ja gleich mit. Lukas, ganz ohne Witz, wenn du jetzt nicht gleich irgendwie mit dem Scheiß aufhörst, ich hab dir gesagt, das interessiert mich nicht, ich will keinen Scheiß hören über die Admins, das interessiert mich nicht. Du hast 100% Scheiße geworden, du wirst nicht gebannt, fertig. Und jetzt noch weiter darauf eingehst, bist du auch weg, tschüss. Verzeihung, junge Männer, ich musste ja, ich musste mir da schnell den Mund abschlabbern und dann Mein Gott. Noch nichts durchgerutscht ist. Sie haben ja gehört, ich habe ein bisschen zu kräftig gedrückt. Ich hole jetzt erstmal hier den Test raus. Wasserwerfer wäre schön. Ganzen Siff mal hier runterspülen. Wasserwerfer? Ja. Haben wir doch dabei. Von den Kanonen. Haben wir doch dabei. Ich gehe dir mal einen Meter aus dem Weg, ne? Ich mach mal schnell Wasser an hier. So, junge Mann, ich glaube, Sie sind ordentlich abgespült, ne? Das war ja nur Hochdruckreinigung. Soll ich Sie beide mal entfesseln, dass Sie sich gegenseitig einseifen können? Ja, bitte. Also machen Sie hier keine Faxen, ich bin hier am Strahlemann dran, ne? Ich werde jetzt hier, gehen Sie dann bitte mal dicht aneinander, wir klären das gleich. Muss ich? So, ich hol's kurz hier, ne? Schau mal und so. Einmal V drücken. So, hier haben sie ein bisschen Spüli und ein bisschen Schauma, ne? Und hier ein bisschen Schmirgelpapier, ne? Und du hier nimmst die Handwaschpaste und machst sie auch nicht sauber jetzt. Und schön schrubben, junge Männer. Und jetzt geh ich mal aus dem Weg hier. Und bleiben Sie ja stehen. Machen Sie hier irgendwelche Faxen, geht der Strahl auf Sie. Habe ich jetzt gerade gesagt, Sie sollen zusammenbleiben? Ab in die Mitte zum Disco-Licht, da wo das Wasser kommt. Und schön schrubben, aber flotti, hinter den Ohren. Machen Sie schön sauber da. Schieß mal nicht so tief, ey. So, reicht wieder. Wenn ihr schon irgendwie hier Blödsinn erzählt, ne, dann würde ich das nicht hier im Spiel machen. Schaffen wir? Ja? So, junger Mann, das war jetzt einmal Wasser. Ne, machen wir zusammen. Doppelt. Zappelt ein bisschen mehr. So, Zitteraal, wenn Sie nochmal abhauen wollen, geht das hier ganz anders lang. Hey Scruffy, ich grüße dich, moin. So, also Herr Mutz, wir müssen jetzt mal bei dem Fungi da, müssen wir mal komplett alles machen, ja? Schwangerschaftstest, Blut abnehmen, Speichelprobe, hier... Aber Herr Dizzy, also die Sauerei können Sie machen. Ich lasse mich nicht schon wieder auf meinen Stift pingeln, ja? Auf den Stift? Ja, wie wollen Sie denn sonst hier Schwangerschaft testen? Naja, wir haben ja hier nur alles im Auto, Herr Mutz, ja? Hinten... Na, hey, Lukas, du bist jetzt raus, ich wünsche dir was. Kannst du mal 24 Stunden drüber nachdenken. Ja, dann was denn? Was ist da schon wieder los? Ich hab keinen Bock, über Server-Admins über den Server zu diskutieren. Egal. Hinten? Nee, diese hintenrum Geschäfte, die gehen hier gar nicht. Olli, ich grüße dich mal. Sagen Sie jetzt die ganz großen Handschuhe, die Spritze, das Flüssigmittel, 1 Liter oder 5 Liter? Einer. Ja, was lachen Sie denn da jetzt? Die geben Sie Auftrag, 5 Liter oder was? Ja, na, würde ich sagen. Also 5 Liter und dann gehe ich mit den Fungi da hinten um die Ecke und dann kriege ich dann Einlauf. Ja, bitte. Klären Sie das mal mit dem Fugiladischen da und ich mache das hier mit Henjira. Ich bringe den sogar mit hier. Ich muss nur das Mittel holen und dann komme ich da gleich irgendwie in den Busch oder so. Nee, nicht an Auto hier. Der ganze Siff wieder an der Karre hier. Die kriegen doch nicht sauber hier. Die schiebt hier.
So, mach mal hier so, hier die 5-Liter-Kanister. Läuft, läuft, läuft. Ich habe mal ein bisschen Partylichter drum gemacht. Ich markiere die Stelle, an der sie Sauerei machen können. Ich habe die Matten ausgelegt. Moment, ich kriege Hör mal, hier. hier gibt's nichts zu sehen. Das ist Polizeikontrolle. Würden Sie sich bitte entfernen, danke. Oder haben Sie irgendwas auf dem Ja, Herzen? natürlich. Ja, ich habe was auf dem Herzen, und zwar, ich habe jetzt gerade vor, der Herr Gorm war bei uns und kurz danach ist er irgendwie gestorben und ich habe jetzt Sachen auf der Straße gefunden. Das sind, glaube ich, noch so Nagelbretter für auf dem Boden und die würde ich gerne abgeben, Was für falls eine es Ihnen Bretter eine bitte? waren. Was haben Sie gefunden, Das bitte waren nochmal? so Nagelbretter. Nagelbretter. Brauchen Sie die vielleicht, um Ja, Ihre Hütte zu Backdrive. bauen? Ach so, ja, die können Sie mal mir geben. Schmeißen Sie mal auf den Oh, Boden hier. Nagelbretter können wir jetzt sehr gut gebrauchen hier. Gleich für Na die denn? Bestrafung. Richtig Das ist gut. aber sehr, sehr gut, ja. Also Sie sind da schon vorzüglicher Mitbürger. Also kann man nur weiterempfehlen. Einfach Ali, am grüß Sie, Boden moin. entfernen oder benutzen, geben oder? Sie können einfach jetzt die anfassen mit der Maus links und dann in dieses Ah, ich linke hab Fett. sie Ihnen gegeben. Ja, gut, die nehme ich. Danke. Vielen Dank, junger Mann. Und dann noch schönen Abend. Darf ich den Donut behalten, der dabei war? Selbstverständlich, junger Mann. Damit er Ihr Blutzucker, ich meine, Aber Sie werden ja wahrscheinlich einen Heldentod geschoben sein, ja? warten Nehmen Sie Sie, diesen warten Sie. Donut. Ich gebe Ihnen noch Ja, mal, natürlich. Ich, dann. ich gebe Ihnen noch einen Kaffee dazu. Besser ist. Lutscht das Boah, besser. können das wir wäre diesen super. Ich habe Quatsch meinen hier nicht Namen mal dick vor raushauen die mir ganze und Zeit? Das was wäre denn? herzlichen Dank, Herr Mutz. Kein Problem, kein Problem. Lutschen ist ein gutes Stichwort. Sie sind hinten ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Ich wollte gerade mal sagen, wenn Sie nicht gleich ZDA machen wollen, ist dann mal Sendepause, ja, mit dem Gelutsche hier. Es ist ne, immer noch Polizeikontrolle. Ali, vielen Dank für die wertvollen Tipps. Dieser Loot willkommen bei den Bay Pirates. Bitte mal in die Ecke stellen, damit ich hier nicht gerade auf die Straße scheißen muss. Lass Ja, du mal, junger laufen Mann und Kopf hier. zu. Also. Herr Wagner, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Ja, jetzt ja? noch Viel einen schönen Spaß. Abend. Jo. Wünschen auch. Gleich mal. Tschüssing. Ich muss mich jetzt einmal ganz kurz um meinen Ich Super-Captain kümmern, ja? habe Ich habe hier gerade eine interne Nachricht im TS bekommen. Ja, einen Moment bitte. Und dann geht das da hinten mit dem Kasper weiter. Leute, der ist schon den ganzen Tag da, der Typ. Der ist irgendwie nicht ganz knusper. Hey Monster, ich grüße Sie. Moin. So, Herr Jira, jetzt zu Ihnen nochmal. Was war denn jetzt hier los? Also, können Sie mir das bitte mal genau schildern, was Herr Fungi da mit Ihnen angestellt hat? Wollen Sie wirklich Details hören? Also am besten wäre es so jugendfrei wie möglich. Also versuchen Sie es bitte mit Bienchen und Blümchen zum Schreiben. Ich werde mein Bestes geben. Ja, Also, sollten Sie Sie tun, wissen, damit Sie mein Ihren eigenen wahrscheinlich. Arsch retten jetzt, ja? Weil Sie stehen hier nämlich schon ganz weit auf der Abschussliste. Also es ist schon nahezu vor Eindringen. Ja, So, Herr Fungi, ich hole dann jetzt müssen Sie mal los und die hat sich dann besagte angestellt. Flüssigkeit und die große Spritze. Einen Moment bitte. Ihr Kollege hat mich heute Morgen kontrolliert und er hatte keine Plüschhandschellen und Herr Fungi So, hat mir keine gegeben stillhalten, und ich habe ne? sie Das sind nicht. jetzt 5 Liter, ne? Die gehen jetzt komplett durch. Und Und wenn du fängst hier an rumzuzappeln, dann spritzt das, ja? Ich habe keinen Bock, den Siff auf meinen Klamotten zu haben. Bitte, und er hat dann die Schlüssel dafür verloren. Aber ich habe gerade so ziemlichen Druck auf der Kehle. Ja, dann kannst du auch schlucken, ist mir Sie egal. lange halten. Ja, lass laufen. Dann Ja, haben wir Sie sie stehen holen hinter mir und müssen. kriegen das ab. Weil Ja, Schaden haben sie Moment, nicht Moment. draufgekriegt. Ja, 5 Liter sind drinne, dann raus damit. Ich fange ein bisschen was auf für meine Probe. Nein, nicht seit Mann, heute Mann, Mann, Morgen. Mann, Mann, das war auch schon ziemlich trocken jetzt, ne? Ja, ist ja gut. Da hat mich der Beruhigen Sie sich. Kollege kontrolliert und Das der müssen wir den hat Schwangerschaftstest gesagt, machen. Einen Moment. dass Herr Fungi vorhin Oh, trinken vorne auch soll. mal ein Tropfen oder so, das reicht schon. Ja, ey, das Kittel. Und Das der glaube ich. Bequemer sein als Kabelbindern und ich wollte halt mal Nimm sehen, dein wie sowas Stäbchen da anfühlt weg. und dann, ja, So, jetzt zappeln Sie nicht rum, lass laufen. quasi. Ah, Ich sehr habe gut. mich für die Der auch Mission dort, der Tropfen, entschieden. der Tropfen reicht mir schon. Car, Ich stelle 200 meters es jetzt mal auf die Seite, weil hier kommt irgendwie ein Auto. So wissen, wie die Dinger sich anfühlen und dann hat er die Schlüssel. Ich weiß nicht, ob er sie wirklich verloren hat oder noch in der Tasche hat. Da müssten Sie mal nachschauen. Den Alarm machen für nichts, also dass sie jetzt sich freiwillig von dem Herrn Fungi dort drüben missbrauchen lassen haben und wir sollen das jetzt regeln Nein, und nur fesseln. ja, nur fesseln mit missbrauchen wahrscheinlich. Und wieso haben sie uns jetzt gerufen und wir machen hier so einen riesen Alarm?
weil Handschellen nicht mehr aufgingen. Und da war auch ein kleines Schild drauf, wie mir Herr Funke später beim Nachschauen berichtete, das sagte für den Polizeigebrauch. Und da sie ja einen Generalschlüssel haben, Nur weil der Macker ein Generalzeichen am Kopf hat, hat er keinen Generalschlüssel, ja? Das sehe ich ganz genauso, Herr Mutz. Vielen Wollen Dank wir für den mal. Einwand. Ohne Witz, ey. Mal, hörst du mir Wie zu, was oder was? denn? Na, ich bin General, das heißt nicht, dass ich Generalschlüssel habe. Hören Sie überhaupt zu, junger Mann? Also jetzt reicht's langsam. Wir stehen hier 45 Minuten und dann erzählen Sie mir, dass Sie hier von den Fungi gefesselt werden, da voll drauf abfahren und wir sollen das aufmachen. Sag mal, mein Junge, hol dir mal, tüdel da mal ein bisschen mit dem Taschenmesser rum, dann geht das auch wieder auf. Ich glaube, es hakt oder was? Und dann mussten wir Funki noch Einlauf machen, Blut abnehmen, Schwangerschaftstest, Bluttest, die ganze Palette durch. Und dann sagen Sie halt hier 5 Minuten später, dass Sie da das freiwillig gemacht haben. Merken Sie noch was oder wie? Es wird noch schlimmer, es wird noch schlimmer, Captain. Ja, was ist denn jetzt? Ich musste kurz Luft holen. Also der Funke, der war da Drillinge, ja. Das habe ich in dem Moment ge. Jetzt einfach mal den Feuerball, Die ja? Spritpreise fallen wieder, ja. So. Also grundlegend, der Fungi ist schwanger. Dreifach irgendwie. Drilling bedeutet das. Ja, Sie verstehen. Also, Aber nicht ich schon weiß hier. nicht, wie die das hinbekommen haben. Und laut Bluttest, ja, haben die tierisch einen am Kopf. Jetzt schon. Die alle drei. Alle 3 Kinder. Alle drei. So einen am Schädel. Jetzt im Sinne von, dass Herr Jira da sich mit paarungswillig dazu eingefügt hat mit Ja, DNA oder was? genau. Also, genau so wollte ich das ausdrücken. Also, quasi im DNA-Test, den ich natürlich hier auch mobil erledigen konnte, ja, habe ich festgestellt, dass die also quasi miteinander und so. Die beiden jetzt. Die beiden, ja. Also, einer von den Ich wusste ja, beiden. dass sie den Schwangerschaftstest Der eine von den beiden ist auf jeden Fall eine bei Frau. Herrn Funke gemacht haben. Ja, Der eine von Fungi den ist die beiden ist jetzt Frau. doch anders Ja, gewesen, oder was? Fungi ist die Olle, ja. Ist ja Also Herr Funke, besiesen. Herr Hat sie Funke, nicht was ist denn verhandelt? los? Ich kann es mir nicht erklären. Ja, Ich kann Rakros es mir echt nicht erklären. hat er Ich gerade bin am gemacht, Boden ja. zerstört. Am liebsten würde ich mich nur hinlegen und sterben. Ja, das können wir einrichten. Warten Sie mal. Ja, Rockos habe ich ja. Benzinpreise fallen wieder, ja. Schade, funktioniert nicht. Ist kaputt. Warten Sie mal, ich muss mal kurz gucken hier. Was ist denn los? Ist schon wieder Biostrom alle? Oh, irgendwie klemmt er. Was wollten Sie denn machen? Ja, irgendwie so. Ich wollte hier einen Fungi mal einen Zitteraal verpassen, aber der Funke Ja, fällt schon wieder einen um. Moment, einen Moment. Da helfe ich nach. Einen Moment. Der wollte sich nämlich hinlegen. Ja. Machen Sie mal. Jetzt Feuer frei. Wunderbar. Jawoll! Wunderbar, dann können Sie sich Chill! jetzt wieder hinlegen, zack. Dann können Sie nochmal die Babys ein bisschen durchschütteln und dann machen Sie sich jetzt mal wieder gerade, junger Mann, ne? Und da ich den Haft wegen Sicherheit und so, ne? Ja, also, Herr Mutz, was machen wir denn jetzt hier mit den 2 Beinen? Also, das ist ja erstes Mal, haben die uns hier rangerufen für einen riesen Einsatz. Wir mussten alle Tests machen. Dann mussten wir noch erste Hilfe leisten mit Einlauf etc. pp., weil Herr Funge ja anscheinend Magen-Darm-Probleme hat. Herr Jira erzählt mir hier irgendwas vom Pferd mit seinen komischen Handschellen und Generalschlüssel, den wir haben sollen. Und ich weiß gar nicht, Also was wir machen brauchen wir das denn gar jetzt? nicht alles aufzählen, das hört sich alles so versaut an, ne? Also bei uns auf dem Kiez ist das so, alles was schlimmer ist, wie 22 Uhr, kosten 5er. Ja? Das bedeutet hier in Ingame in Altis 50.000 Strafe. Ob sie jetzt sich teilen oder nicht, das ist mir scheegold. Für beide? Oder Ja, pro natürlich, wenn sie das Garage? sagen, dann kriegen sie auch beide 50.000, das ist mir wirklich scheegold. Hauptsache für beide oder pro Nase? Sie wollen doch Ja, jetzt denn. nicht ernsthaft so eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern 50.000 Dollar knüpfen. Also, junger Mann, ich Die hab gehört, alleiner die ziehen. sind da drüben mal sowieso ganz still, ne? Sehen Ich hab Sie, nämlich von. der Jira steht zu der Vaterschaft, also Sie müssen sich da keine Sorgen machen. Der ist ja aktiver Salzfahrer, wie er mir heute Morgen erzählt hat. Ne? Also gar kein Problem. Ja, dann, Herr Mutz, dann drücken Sie mal die Dinger da rein. Die Tickets und Ich, was dann, soll ich wohin drücken? Die Tickets sollen Sie jetzt mal Ach reindrücken. so, ja, einen Die Moment Spuren bitte. da. So, schön stillhalten, ein bisschen schmerzhaft. Ich gehe aber nicht so auf Pflege.
Wir hatten was von Schläge gesagt. Ich meine, Sie müssen mal Ihre junge Frau mal, ich verzeihen Sie mir, Sie müssen mal Ihre Randatten aufmachen. Wenn Sie drei Kinder haben, später müssen Sie ordentlich zuhören. Ne? Ansonsten haben Sie nämlich ein Problem. Wie sie bezahlen, sehr schön. Ohne zu wehren, ich hätte die auch keinen eingesperrt. Leute, ich mach mal kurz. Das gefällt mir. So, ich lasse sie jetzt laufen. Ja, weil grundlegend müssen wir den Benzingangstern hier hinterher irgendwie, weil sonst haben wir gleich nichts mehr zum Tanken. Ne? Sonst alles gut bei euch? Habt ihr euch wieder lieb? Gut. Aber hier gibt es wieder häusliche Gewalt und schon gar nicht am Flughafen, ja? Weil hier ist Safe Zone, ja? Wie macht man so einen Schabernack, ne? So, Hef. Oh. Hey, das ist noch schnell. Grüß dich. Hey, Kling, what's up, man? Also, Herr Fungi, drücken Sie V und krabbeln Sie da jetzt ganz langsam raus. Just messing around, having some fun. So, Frau Fungi, ne? Herr Jira. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ja, wunderbar. Das sieht gut aus. Nicht für die Kinder aufkommen, geht schlagen Nacken. Und Herr Fungi, Frau Fungi, Entschuldigung, wenn Sie den Herrn Jira wieder, ne, verprügeln, das kommt uns zu Ohren, sind Sie dran. Ich halte mich nichts von häuslicher Gewalt, ja? Nichts halte ich davon, nichts. Also wenn Sie nicht, nehmen Sie mal nicht das Nudelholz bei der Frau, sondern nehmen Sie einfach mal die flache Kante, ne? Die Schelle kann man schlechter nachweisen als die Kelle. Immer mit der flachen Hand auf den Bauch hauen, das fällt nicht auf. Oh. Bis Abdrücke gibt. So, Junge, dann würde ich sagen, laufen Sie jetzt mal hier schön da hinten wieder hin, wo Sie hergekommen sind, aber im Eiltempo. Ab dafür. Hopp, schönen Tag noch. Tschüssing. Sehr gut, ab dafür. Zack, 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 zack. Husch, husch. So, mal gucken, ob jemand da die Tankstelle gesprengt hat. Hm? Drinnen? Ja, jetzt. Ja, jetzt ja. Alles gut. Naja. Haben wir nochmal 100.000 für den Start rausgeschlagen? Ja, würde sagen, nicht irgendwie ohne uns.